Oh, erstmal gar nichts jetzt. Okay, dann mal weiter. Egal. Hier geht jetzt zum Spiel. LASK Linz gegen Rapid Wiener, 24. Und ja. Ein herzliches Hallo auch von meiner Seite und ich bin wirklich gespannt auf die heutige Partie. Genau. Ein paar Worte zum heutigen Heimteam, Buschi. Spielen Sie nächste Saison? Ich muss mich heute rasieren, oder? Aktuell sieht es jedenfalls ganz danach aus, auch wenn das hier viele immer noch nicht glauben können. Schon drei Tage, Pater. Wichtig ist jetzt nur, dass sich die Spieler weiterhin auf das Wesentliche konzentrieren. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung der Gäste heute. So, bei Ihnen sehen wir heute welche Formation, Buschi? Es wird auf dem Papier ein 5-2-3 eher ungewöhnlich, bietet aber spannende taktische Möglichkeiten. Leiten wird dieses Spiel Feder Gotthard. Oh, nicht schlecht. Er pfeift an. Durchgang 1 läuft. Gut gemacht. Ball kommt rein. Da können Sie erstmal klären. Das gibt einen Einwurf. Da setzt er sich gut durch. Jetzt die Flanke. Sie haben den Ball, aber bekommen Sie ihn auch raus? Da packt er einen Trick aus, klasse! Oh, shit. Wird das seine Torchance? Schon ziemlich gut. Da schießt er! Klasse Chance, aber geil. Das war dann doch zu schwach. Ja, da müsste mehr draus machen. So hat er keine Mühe. Schopp. Jetzt wird's gefährlich. Flanke kommt weit. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Könnte jetzt was werden. Schau! So, geht ja gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Ja, Bruder. Tor 1-0. Und wie sich der Ball noch dreht, oh, das war nicht ist schlecht. Der Wahnsinn. Da denkst du, das Ding geht daneben, aber der ist mit so viel Schnitt gespielt und geht ins Tor. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ah, oh, schön reingeknallt, den Ball.
Und es geht wieder los. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Auf Wiedersehen. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Hoffmann. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und der Ball wird weitergeleitet. Einwurf jetzt. Einwurf sofort ausgeführt. Er bekommt Hilfe. Pass zurück zum Torhüter. In der Szene muss er pfeifen. Einsatz war zu hart. Hartes Einsteigen hier gibt zu Recht Gelb. Come on! Gelb für so einen Scheiß. Wenn er da so reingeht, Gelb gibt es erstmal eine halbe Fußballkiss. Rot, wenn der Kopf runterrollt auf den Boden. So alter Schwede. Wird's jetzt gefährlich? Ganz energisch. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Tolles Zuspiel. Klasse gemacht. Und jetzt die Chance. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Ja, oder 2-0. Sehr gut platziert der Ball. Keine Abwehrchance. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Da hat er fast meinen Pfosten getroffen. Oh. Da hat zum Glück nichts passiert. Das ist nicht so leicht, ich muss nächstes Mal Profi einstellen. Jetzt haben sie den Ball verloren. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Jetzt vielleicht. Das war keine Herausforderung. Ah, oh, ich hätte schießen sollen. Ich hab. Das könnte gefährlich werden. Er entscheidet auf Freistoß. Oh, come on. Oh, das war Küsseling. Come on. Die Gelbe kann man geben. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Sein Kondom kann er wieder zurück einstecken, meine ich. Und sein Gleitgel. Ah. Gefährlich. Daneben. Aber schön. Netter Versuch. Viel hat da nicht gefehlt. Jetzt in der Wiederholung sieht man das noch ein bisschen deutlicher. Und da sieht man deutliche Erleichterung in einigen Gesichtern. Da fehlte wirklich nicht viel. Sie müssen aufpassen. Ganz klar, da muss er Freistoß fallen. Faul, das war faul.
Experimentieren. Das könnte eine Gelegenheit werden. Hereingabe jetzt. Den Ball faustet er weg. Guter Einsatz. Toller Pass. Jetzt wird's gefährlich. Sie versuchen es flach. Da hat der Torwart keine großen Probleme. Oh, ist so langweilig. Das frühe Stören jetzt. Er versucht's. Oh, daneben. Aber er behält die Nerven nicht. Ein ganz knappes Ding. Ja, bis dahin war es perfekt gespielt und dann fehlt vielleicht am Ende die Konzentration. Und da gibt er Vorteil. Gute Entscheidung, Spielfluss nicht unterbrochen. Das macht er gut. Hereingabe. 3 Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Da müssen Sie aufpassen jetzt. Alles steht 2:0. Alles cool, ja. Und wir gehen zur zweiten Halbzeit. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Jetzt wird's gefährlich. Gut aufgepasst. Da kommt er an den Ball. Jetzt können Sie gleich den Ball einwerfen. Das gibt Freistoß. Toll. Hier diesen Pass, weg ist der Ball. Er verliert die Balance nicht. Guter Pass. Jetzt vielleicht. Den Ball holt er. Da holt er den Ball zurück. Mit dem Ball am Fuß Richtung. Schwierig. Er pfeift ab und es gibt Abseits. Ob er da recht hatte? Klasse Pass. Achtung jetzt. Und jetzt die Chance. Was eine Chance. Latte. Er passt gut auf und hat den Ball. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Ball draußen. Es gibt Einwurf. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist schöner Pass. Jetzt vielleicht. Schau! Und da ist das Tor. Klasse Aufbauspiel und das Tor dann fast folgerichtig. Er macht sein zweites Tor heute. Ganz starke Leistung. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Das war jetzt nicht zu leicht.
Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Das könnte die Chance werden. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Sie müssen aufpassen. Immer wieder diese kurzen. Da pfeift der Freistoß. Es war gelb. Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles andere als optimal. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Hoffmann. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Und den spielt er gleich wieder zurück. Sehr guter Einsatz. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Unaufhaltsam. Sehr gut gemacht. Er hat den Ball. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Das hat er gut gesehen. Handspiel. Das geht in Ordnung. Eindeutig mit der Hand dran. Der Trainer wird wechseln. Wird's jetzt gefährlich? Viel Vorwärtsdrang jetzt. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Und jetzt ein Schuss. Tor! Nee, der daneben. Das definitiv besser. Und Tor daneben. Eine Torchance. Da kommt der Pass. Jetzt wird's gefährlich. Und jetzt die Chance. Die Kopfballstarken sind mit vorne. Gleich kommt die Ecke. Der Keeper schnappt sich den Ball. Ganz sichere Aktion. Können Sie sich dann noch befreien? So darf ich Amok. Beide Teams auf den Abpfiff. Das war eine einseitige Partie und wir sehen einen verdienten Sieger. Ganz energisch. Schießt er ihn rein. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Ja, da müssen Sie aufpassen. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Das könnte eine Gelegenheit werden. Hoffmann. Ja, da ist Platz. Er ist frei, da kann was draus werden. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Hoffmann. Das könnte gefährlich werden. Schau, der Trainer und zack. Da kommt der Schuss. Gute Möglichkeit, aber abgepfiffen, die Fahne ist oben. Oh Gott, ist das langweilig, das Spiel. Das könnte die Chance werden.
Jetzt ist Platz für den Konter. Könnte jetzt was werden. Alles offen. Ja, das ist vielleicht die Chance jetzt. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Das ist nicht schlecht. Wenn ich richtig gespielt hätte, dann wird es jetzt wahrscheinlich 10 Uhr stehen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Super dazwischen gegangen. Da verlängert er den Ball. Das Spiel ist zu Ende. Das war eine einseitige Partie und diese Niederlage wird Ihnen richtig wehtun. Ja, also das denke ich auch. Grundsätzlich willst du ja nie verlieren, aber gerade dann dieses Duell, das schmerzt doppelt. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll. Also überragend. Könnte jetzt was werden. Schau! So! Könnte jetzt was werden. Schau! Das war so schön. Tolles Zuspiel. Klasse gemacht. Und jetzt die Chance. Das war ganz schön locker. Der war nicht schlecht. Schau. Schon reingepasst. So. Können wir noch eine online spielen? Probieren wir mal. Bin zwar online nicht so gut, aber probieren wir es mal. Ich bin immer gespannt. PSG mit dem Anstoß. Oh, das shit. Jetzt sehen wir, wie Paris Saint-Germain heute aufläuft. Sie treten ihn heute im 4-3-3 an, Buschi. Kurzer Kommentar von dir dazu. Es ist natürlich eine sehr offensive Ausrichtung mit den beiden Flügeln. Freistoß, ja, aber keine Verwarnung. So früh im Spiel tun es auch ein paar ernste Worte an den Spieler. Heute wird natürlich einiges von Neymar abhängen, dem brasilianischen Superstar. Neymar, er soll vorne mal wieder für Überraschungen sorgen und klar auch die Tore machen. Und mit seiner Qualität hat er es drauf. Mesut Özil könnte heute ganz wichtig sein in diesem Spiel. Sie werden natürlich auf die genialen Momente des Nationalspielers hoffen. Also seine Fähigkeiten sind über alle Zweifel erhaben. Da gibt es nichts. Und mit seinen Pässen wird er den Mitspieler auch heute wieder einsetzen wollen.
macht er ihn. Da geht die Fahne hoch und das auch noch zurecht. Der Abseits. Pass kam vielleicht einen Tick zu spät. Ferrati. Mbappé. Wird das seine Torchance? Geht nach innen. Und das gibt Eckball für PSG. Ecke kommt. Cavani. Neuer hält ihn. Klasse gemacht. Und noch ein Eckstoß. Jetzt Eckball. Mit vollem Einsatz kann er den Ball wegfausten. Fängt diesen Ball ab. Und er gewinnt den Zweikampf. Ach, hier gehört keine Chance. Das muss überlegen. Und den spielt er gleich wieder zurück. Cavani. Weiter gefährlich. Und erstmal geklärt. Rabiot. Kusawa. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Er steht im Abseits. Gut gesehen. Pass auf die Außenbahn. Wichtige Aktion. Draxler. Das deutsche Team jetzt mit Platz auf dem Flügel. Lauf, Forrest, lauf! Da holt er den Ball zurück. Oh. Marquinhos am Ball. Kylian Mbappé Lotin. Riesenchance Mbappé. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Jetzt haben sie den Ball. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Die Defensive steht. Nun Mesut Özil. Und Dani Alves. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Cavani. Jetzt die Möglichkeit. Die Führung also jetzt. Und das haben sie sich wirklich verdient. Sehe ich auch so. Sind hier klar die bessere Mannschaft und das Tor ist eine logische Folge. Das war ein guter Abschluss hier. Gut gemacht von Cavani. Wie so oft, muss man sagen. Das war die Führung für Paris Saint-Germain. Hector. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Nun Kroos. Klasse Aktion, Ball ist weg. Einwurf für die deutsche Mannschaft. Hector. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Oh. Toller Pass. Klasse gemacht. Jetzt kann es was geben. Neymar mit dem Ball. Rabiot, Marco Ferrati, Dani Alves jetzt am Ball. Und nun ein Schuss. Sehr guter Schuss, knapp drüber. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Riesenchance Mbappé. Er zeigt auf den Punkt, Elfer. Es gibt die Elfmeter. Und Geld noch dazu. Der Elfer ist drin. Ich muss ein bisschen drüber gesprungen. Jetzt steht es 2-0. Das dürfte Ihnen Ruhe geben. Hector. PSG über außen, da ist Platz. Ja, bis ersten Halbzeit machen wir.
Weiß ich nichts mehr. Jetzt Ferrati. Und da verlieren sie den Ball. Boateng ist der jetzt im Bedrängnis. Jetzt müssen sie aufpassen. Da steht die Abwehr sicher. Der ist einfach zu stark da. Mbappé. Der ist schon Überprofi. Der ist schon zu stark. Auf dem Flügel PSG. Der spielt so, was machen den ganzen Tag nur FIFA. Da passt er auf und hat den Ball. Sie setzen Boateng da jetzt unter Druck. Unwiderstehlich, wie er hier mit dem Ball am Fuß losläuft. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Ja, da ist Platz jetzt. Özil jetzt am Ball. Gibt Vorteil für PSG. Und jetzt also Freistoß gegen die deutsche Mannschaft. Ferrati am Ball. PSG in der Offensive. Rabiot. Oh, oh, das war knapp, aber richtig entschieden in meinen Augen. Toni Kroos. Jetzt vielleicht mal Druck von Deutschland. Und jetzt gibt es Einwurf. Und jetzt Toni Kroos. Jetzt Khedira. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Und Neymar auf dem Weg Richtung Strafraum. Cavani, da ist die Chance. Und da klingelt die Chance. 3-0. Jetzt kann man schaffen. Und an diesen Flachschuss kommt der Torhüter nicht mehr ran. Herrliche Kombination, da haben sie ihn perfekt freigespielt. Seit seinem Treffer strotzt er nur so vor Selbstvertrauen und jetzt hat er den Doppelpack. Ein einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an. Jetzt PSG auf dem Weg nach vorne. Sie suchen Cavani. Und das ist der Ballverlust. Beruhigende Führung zur Pause. 3-0 ist das Spiel. Oh, die Fresse. Ah, die Fresse. Ein Match möchte ich noch probieren. Wenn sie wieder verlieren, dann leck mir am Arsch. Ja, ich habe eine bessere Mama, ich finde eh keinen. Mama. Da, das macht mehr Spaß da zu spielen. Yeah.
Feuer. Was ist jetzt los, oder? Ja, genau. So. So, mal ein Match. So fängt's an, jetzt sitzen sie dumm rum. Stupid, come on. Start, come on. Stupid, Idiot. Your party is over. The party is over, my friend. It's over. Junior. And start, come on, by Denix, start, you bitch. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Kurze Einschätzung zu ihrer taktischen Ausrichtung heute, Buschi. Du musst schauen, wo du spielst, Idiot. Klar, das wird viel über die Außen, viel über die Flügel gehen. Fritz. Jetzt könnte es gefährlich werden. Schieß! Oh mein Gott, what is this? Das war, oh Gott. Ja, sorry, tut mir leid. So ein Scheiß hast. Ja. Oh, der gewinnt den Zweikampf. Wenn ich's nah habe, ich am Mund. Jetzt passt. Da ist die Hereingabe. Ja, da können Sie nicht den Schaden klären. Ich werde nicht mehr bekommen. Jetzt. Jetzt wird's gefährlich. Fritz. Klasse Aktion, Ball ist weg. Freistoß, mehr nicht, keine große Sache. Das war kein Freistoß. Das war gar nichts.
Und weiterspielen hat der Vorteil entschieden. Klasse, da sieht er, dass sich eine Chance ergeben könnte. Freistoß gibt es erstmal in der Kopf von unten. Ist. Richtung gegnerisches Tor. So. Defensiv machen sie es gut. Spiel rüber. Fritz. Schade, oh, nicht mehr bekommen. Lewandowski. Wird das eine Torchance? Da kommt die Hereingabe. Oh, den müssen sie jetzt abhaken. Ja, kein guter Kopfball. Harmlos. Das war leider nichts. Die Gelegenheit lassen sie aus. Super Flanke. Aber das Timing beim Kopfball stimmt nicht. Das könnte gefährlich werden. Fritz. Er lässt weiterlaufen. Klasse, durch den Vorteil gerät er. Jetzt schießt er. Oh, schön. Zur Ecke abgewehrt. Da war Spiel im Weg. Scheiße, schon wieder Spiel im Weg. Kommt der für Freistoß und kommt vielleicht sogar noch eine Karte. Schiri zeigt im Gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Abgewehrt, aber es bleibt gefährlich. Da muss mehr kommen, Freunde. So wird das sicher nichts mit dem Tor. Wird's jetzt gefährlich? Gut verteidigt hier. Sie müssen aufpassen. Super dazwischen gegangen. Das war eine kein guter Pass. Da kann er sich den Ball holen. Ja, war Gegner. Da ist die Flanke. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Das könnte die Chance werden. Gut gesehen. Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. Jetzt eine gute Flanke. Jetzt die Flanke. Nee, kein Tor. Ach, mit dem Kopf. Was für eine Aktion. Eine super Chance. Da wäre fast das Tor gefallen. Jetzt kriege ich ja Gelbe. Come on. Komm schon. Jetzt also für was denn? Bestraft. Er sieht hier die gelbe Karte. Und das geht auch vollkommen in Ordnung. Ich denke, da kann er sich nicht beschweren. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da ist die Flanke. Gute Alter, der hat mich erwischt. Verarsch. Ballverlust. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Sie bekommen einen Einwurf. Da könnte was draus werden. Ja, passt auf. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Was macht der? Nee, was tut? Er pfeift das Foul nicht ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht vom Unparteiischen. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Das war eng, aber er hat ihn. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Da trennt er ihn fair vom Ball. Oh. Guter Pass. Da müssen sie aufpassen. Alter. Da steht die Abwehr sicher. Richtig, dass er hier pfeift. Das war ein Foul. Nee, das lässt er nicht durchgehen. Es gibt Gelb. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Aber dann kämpfe ich für den Ball. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball.
gut aufgepasst vom Verteidiger. Jetzt wird's gefährlich. Jawohl, jetzt und... Ah. Ja, klasse, Ball erstmal weg. Die Nachspielzeit ist 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Scheiße, die scheiß Spiele immer. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Wird das jetzt... Er zieht ab. Das war eine gute Abziehen. Schuss. Hatte Tor! Das ist Tor! Die verdiente Führung. Die bessere Mannschaft macht das Tor. Alter, war das und super das von mir. Und das wird jetzt richtig Aufwind für die zweite Hälfte geben. Ja klar, wenn du so kurz vor der Pause triffst, das ist ein gutes Gefühl. Und das gibt dir natürlich nochmal richtig Dampf für den zweiten Abschnitt. Der perfekte Zeitpunkt. Und damit haben wir den ersten Treffer. Alter Schwede. Zur Pause steht es 1-0. Einmal was richtig gemacht. Einmal. Oh Gott. Ich bin bereit wieder. Oh, einmal was richtig gemacht jetzt. Das Tor war schon längst fällig. Der Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Pass auf die Außenbahn. Bald schon wieder weg, gut gemacht. Fritz. Für schlechte Pässe immer, oder? Das kann nicht sein. Das könnte gefährlich werden. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Fritz. Oh, faul. Das gibt Freistoß, aber zeigt er auch eine Karte? Jetzt muss er aufpassen, er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung, der Schiri stand gut. Abwehr hat aufgepasst. Und damit sind sie am Ball. Das könnte die Chance werden. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Er gibt das Foul und der Spieler war schon verwarnt. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Pirlo. Wird das eine Torchance? Er will den Ball. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff? Voll. Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Jetzt ist aber rot. Ja. Da nimmt er überhaupt keine Rücksicht auf den Gegenspieler. Er sieht gelb, aber damit ist er sogar noch ganz gut bedient. Was geht der für ein Risiko? Jetzt könnte er gelb-rot bekommen. Ich bin gelb-rot, ich bin weg. Oder? Ja, ich bin weg. Tut mir leid. Scheiße. Vielleicht habe ich jetzt mehr Chancen. Guter Ball nach draußen. Einwurf. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt.
Auch ein Einwurf kann Gefahr bringen. Sie müssen konzentriert verteidigen. Da ist die Flanke. Flanke bleibt hängen. Jetzt haben sie den Ball verloren. Jetzt hat er mehr Freiraum. Super. Fritz. Das könnte eine Gelegenheit werden. Toller Pass. Er ist da und kann den Ball hier klären. Da kommt der Schuss. Der Versuch war harmlos. ...20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Jetzt müssen sie aufpassen. Sehr guter Einsatz. Hereingabe jetzt. Die Flanke bleibt hängen. Kein Tor. Na, da hätten wir um ein Haar den Ausgleich gehabt. Jetzt können sie den Angriff starten. Das muss es sein. Den hat er ganz stark pariert. Und es bleibt dabei, er hält hier weiter die Null fest. Da können sie erstmal klären. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Da stand der Assistent gut. Abseits. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Fritz. Wird's jetzt gefährlich? Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Fritz. Er zieht ab. Macht das ganz sicher. Ja, der drin aus dem Es gibt den Eckball und eine gute Gelegenheit hier. Ecke kommt. Geklärt, aber der Ball ist noch heiß. Schießt er ihn rein. Oh, super. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Die Fans feuern ihr Team nochmal an, Buschi. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Jetzt ist die Gefahr vorbei. Scheiße. Der Torhüter hat passen den Ball. Flecken. Wird das eine Torchance? Hereingabe. Gute Hereingabe. Vielleicht die Chance. Oh, Scheiße, 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 Tor. Da ist er. Das ist der Lucky Punch. Sie haben das war der Lucky Punch, Alter. Oh mein Gott. Dieser Treffer ist auf jeden Fall nochmal eine Wiederholung wert. Da zeigt er den absoluten Willen, hier das Tor machen zu wollen. Ganz starke das Aktion. Das gibt's ja nicht. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Was geht der für ein Risiko? Jetzt könnte er gelb-rot bekommen. Okay, er muss runter. Für das Foul zeigt ihm der Unparteiische die zweite gelbe Karte. Das Tor hat er nur wegen mir geschossen. Mir. Zu spät so für bin. Das Foul muss er natürlich vom Platz. Jetzt wird's gefährlich. Ganz wichtig, da muss er hin. Da gewinnt er den Zweikampf. Und jetzt ein Schuss. Geht jetzt was? Oh, ich glaube, das war's vielleicht schon in dieser Partie. Schauen Sie sich diesen Jubel an. Was für ein wichtiges Tor. Den hat er gut platziert. Super gemacht, Buschi. Kann man wohl sagen, Wolf. Mit ganz wenig Kraft und viel Gefühl versenkt. 2-1. Hier ist noch alles drin. Keine Zeit für Gefühle beim Fußballplatz. Da heißt es, ein Mann und sein Ball. Und weiterspielen, er hat auf Vorteil entschieden. Klasse, da sieht... Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Schönes Pressing jetzt. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's noch extra. Ja, das könnte ihre letzte Chance sein, hier zumindest noch auszugleichen. Vielleicht fällt nach der Ecke hier doch noch einer rein. Der Torhüter ist mit vorne drin, der will auch noch mithelfen. Tomino.
Und jetzt ist das Spiel hier doch unterbrochen und für das Foul von vorhin gibt es Gelb. Gut vom Schiedsrichter, da hat er zunächst ganz richtig den Vorteil abgewandt. Lauf, das könnte es 3-1 werden. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Jetzt müssen wir genau und rein mit Dampf. Zack. Tor. Sie zeigen eine super Leistung heute. So kann es natürlich auch machen. Da ist plötzlich keiner mehr vor ihm und dann dribbelt er mit dem Ball ins Tor. Das Spiel ist aus. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Sie waren heute in Unterzahl und mussten richtig viel laufen. Ja, aber es hat funktioniert und das ist natürlich auch ein Zeichen für eine starke Moral in dieser Mannschaft. Gewinner, Winner, Winner and Loser. Ich bin ein Gewinner, Winner. Gewinner, ich bin der Gewinner. Herzlich willkommen von der Crown Lane. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie zur heutigen Partie. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen einen kurzen Blick drauf. Kurze Einschätzung zu Ihrer taktischen Ausrichtung heute, Buschi. Wir sehen hier ein 4-3-3 und klar, das wird viel über die Außen, viel über die Flügel gehen. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse! Pass auf die Außenbahn. Da reichen mahnende Worte. Das Spiel hat ja eben erst begonnen. Die Chance. Der Ball geht an. Chance zur Führung. Tor. Da ist das erste Tor. Und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Ja, und aus der Position war das natürlich kein Problem mehr. Aber da musst du eben auch stehen. Da hat er einfach den richtigen Instinkt für die Situation. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Die Defensive steht. Das könnte eine Gelegenheit werden. Sehr guter Einsatz. Oh, ich bin faul. Jan. Sehr gut dazwischen. Weg ist der Ball. Er entscheidet auf Foul, aber da kann er die Verwarnung noch stecken lassen. Wird das seine Torchance? Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Er war noch dran, gibt Ecke. Die Ecke kommt rein. Jones. Da hat doch einiges gefehlt. Also richtig gefährlich war das nicht. Da hätten sie mehr draus machen können.
todo cuando te faltan cosas te inventas algo si no hay caballo con una carretilla cabalgo no la ingenia LF steht jetzt bei mir LF das muss passen ne? Und ich bin nicht Stürmer. Stürmer bin ich ohne Polster. Beide Mannschaften sind bereit. Es geht los. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen einen kurzen Blick drauf. Wir sind noch früh im Spiel. Da reicht Freistoß auf jeden Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Gut. Da reichen mahnende Worte. Das Spiel hat ja eben erst begonnen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da geht er dazwischen. Ein Fehler. Weg ist der Ball. Und da auch schon das erste Foul. Freistoß. Er sieht die gelbe Karte. So früh im Spiel. Nicht leicht. Jetzt muss er gut aufpassen, damit er hier nicht noch vom Platz fliegt. Gar keine Gefahr hier in der Situation. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Gibt Einwurf. Schussversuch. Tor von Flippy, der Hippie, der Sippy. Mit dem großen Pimpi. Ja. Yeah. Der Ball prallt von der Torlatte hinter die Linie. Keine Chance für den Torhüter. Da war so viel Wucht dahinter, da kann er nichts machen. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Das war einfach. Und er hat den Ball. Da hat er sich mächtig viel vorgenommen. Vielleicht doch ein bisschen zu viel mit diesem Schuss. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Das könnte die Chance werden. Er pfeift sie zurück, es gibt Abseits. Tja, da steht er meterweit im Abseits der Angreifer. Natürlich die Partie unterbrochen. Das könnte eine Gelegenheit werden. Macht er ihn. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Ecke, jetzt wird's gefährlich. Mit der Faust kann er hier retten. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Komm schon. Den Ball holt er gut verteidigt. Warum spielt er denn zu mir? Ball draußen. Es gibt Einwurf. Und das gibt Einwurf. Der Ball im Aus. Das ist gar nichts.
Jetzt müssen sie aufpassen. Ist es das jetzt? Und so kannst du den Torhüter natürlich nicht vor Probleme stellen. Und den spielt er gleich wieder zurück. Super, wie sie das Kurzpassspiel hier aufziehen. Da läuft der Ball perfekt und sie haben es jetzt natürlich auch nicht eilig. Oh, das war nochmal faul. Abgefangen, gut gemacht. Ha. Kann man das schwer sein. Das. Und die Situation geklärt. Ganz einfach an den Ball gekommen. Abgepfiffen, abseits. Abseits, toll. Der hat einen Abseits und merkt das nicht. Also die Scheiß mir in Unterhose. Das frühe Stören jetzt. Die Heimmannschaft will jetzt verstärkt auf Pressing setzen. Die Gegner direkt vorne anzulaufen ist sicher eine gute Idee. Dabei dürfen sie aber auch die Defensive nicht vernachlässigen. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ja, sie lassen den Ball laufen, suchen so ein wenig die Lücke, das ist natürlich klasse. Und da ist der Ball. Ein berechtigter Freistoß. Da müssen sie aufpassen jetzt. Wer hat es da geschossen? Ein Neger. Und der kriegt den Ball jetzt nicht mehr. Der Neger. Neger. Hanna, Prozent, Neger. Neger. I'm drinking beer. Neger. The police hates Neger. Neger. Du, Hanna, Prozent, Neger. Nigger. I play in FIFA. Nigger. Das macht er super mit Technik. Come on. Das. Hier wurde auch Vorteil entschieden. Nigger. Sehr gute Entscheidung. Wird das seine Torchance? Ja, setzt gut den Körper ein. Sie versuchen das Spiel jetzt breit zu machen. Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter. Jetzt der Schuss! Man so, ist ja schon in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Passt doch mal zu mir, passt doch endlich mal. Warum passt ihr nicht? Alter, du hast vielleicht gar nicht mehr Spiel drin. Das macht er ganz cool. Wo andere vielleicht die Brechstange auspacken, löst er das mit seiner brillanten Technik. Und er macht es genau so, wie man es von ihm erwartet. Das könnte die Chance werden. Und nun ein Schuss. So, die Führung. Herr Wolf, jetzt haben sie das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Perfekter Zeitpunkt für das Tor. Ja, eigentlich ist ein Tor und der Zeitpunkt immer gut. Aber das hier gibt natürlich noch mal extra Schwung für den zweiten Durchgang. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Nach Durchgang. Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Jetzt wird's gefährlich. Na ja, scheiß Trick. Du passen. Das gibt Einwurf. Kurz nicht konzentriert genug und schon ist die Kugel weg. Jetzt müssen sie aufpassen. Da ist die Hereingabe. Was für ein Tor!
Gerade erst gehen sie in Führung und Spieler. Dann das. Hätte es drüber gepasst. Ja, diesen Treffer, den gucken wir uns natürlich nochmal an. Tolle Flanke von rechts, das muss er erstmal so hinkriegen. Ja, der Treffer gehört zur Hälfte dem Vorlagengeber, keine Frage. Ein klassischer Treffer per Kopf, den wir uns hier nochmal anschauen dürfen. Ja, das fängt schon bei der Vorbereitung an und auch der Abschluss ist natürlich absolut gelungen. Das könnte gefährlich werden. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Der war weit weg, aber kein schlechter Schuss. Sie sind heiß auf den Sieg. Hier hätte es mit der Führung klappen können. Sorry. Der war echt schlecht. Ach was. Wird's jetzt gefährlich? Hätte ich schon anmerken, Fußballspielen können. Aber schön geklärt. Und Eckstoß. So, Ecke kommt. Herein. Freistoß und das ist auch die richtige Entscheidung. Alter, wo bin ich? Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Klasse Technik. Ja, mit viel Übersicht. Da kommt der Schuss. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Da kann er ihn stoppen. Weg ist der Ball. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Da zieht er ab. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Abwehr kann klären. Da sind Mitspieler frei. Klasse Aktion. Abwehr hat aufgepasst. Da kommt er für Freistoß und kommt vielleicht sogar noch eine Karte. Ja, warum denn nicht? Man muss es auch mal aus der Distanz versuchen. Der Ball geht weit daneben. Also, das hätte er sich besser gespart. Ja, und die Teamkollegen sind auch nicht besonders glücklich damit. Er hätte abspielen müssen. Das könnte die Chance werden. Gut verteidigt hier. Oh, scheiße. Und weiterspielen, er hat auf Vorteil entschieden. Klasse, da sieht er, dass sich eine Chance ergeben könnte. Jetzt haben sie den Ball verloren. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Gute Aktion jetzt. Und nun ein Schuss. Und den Ball hält er problemlos. Das Spiel geht in die letzten Minuten und beide Teams haben noch Chancen. Jetzt hätte er Anspielstationen. Da steht die Abwehr sicher.
10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Klasse Pass. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Unfassbar stark. Er nimmt den Distanzschuss und macht ihn. Jawohl. In diesen Distanzschuss hat er alles reingelegt. Unglaublich, wie sie ihn da machen lassen, als wüssten sie nicht, dass er aus der Distanz gefährlich ist. Was für ein Schuss aus so einer Entfernung. Was für ein Tor. 5 Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Es ist schon beeindruckend, wie sehr die Fans hier hinter ihrer Mannschaft stehen. Und ich glaube ja, dass das Team das spürt. Das gibt nochmal Schwung. Neuen Elan für die Schlussphase. Foul, Alter. Da trennt er ihn vom Ball. 6 Minuten haben wir hier noch. Das sieht vielversprechend aus. Den Zweikampf verliert er. Starke Parade. Spiel ist nach wie vor eng, jetzt gibt es Eckball. Jetzt die Ecke, macht er ihn. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Das könnte gefährlich werden. Klasse Aktion. Super dazwischen gegangen. Gutes Tackling. Diese Schwachstelle. Wichtig! Er holt den Ball. Früh wird er jetzt gestört. 3 Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Jetzt der Schuss! Das ist natürlich harmlos. Da muss die Abwehr nichts machen. Das war ungefährlich. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Szene immer noch gefährlich. So langsam wird es gefährlich. Der Versuch. Der Ball geht. Und jetzt geht nichts mehr. Der Schiedsrichter pfeift ab. Heute ging es richtig zur Sache hier. Viele Aktionen in beiden Strafräumen. Tolles Spiel. Ja, eine richtig gute Partie. Das hat Spaß gemacht. Mal schön. Oh my love, we go years and years of fighting over nothing. Help me lay these weapons down. Oh my love, we go years and years of fighting over nothing.
Eine Runde noch. Ja, eine Runde noch. Eine Runde machen wir noch. Was? Was ist mit dir? Was? 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 Willst du mich verarschen? Was? Was sagst du? Gab's denn da? So, letztes Match in der Stream. Und dann ist über. Pfeift an. Durchgang 1 läuft. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Sie wollen das Spiel heute breit machen, versuchen es mit einem 4-3-3. Da dürfte viel über die Außen gehen, über die beiden Außenstürmer. Keine Schwierigkeit hier, ganz problemlos gehalten. Jetzt haben sie den Ball. Alter, was tust du denn? Warum passt er zu mir? Schuss, aber kleine. Das hier war doch ein bisschen weit. Ja, und damit hat er diesen Angriff natürlich viel zu früh hergeschenkt. So, und jetzt reicht der Unparteiische dem Spieler noch die gelbe Karte hinterher. Er wollte einfach den Vorteil abwarten, macht das genau richtig. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt schießt er! Stark gemacht! Aber nicht ins Tor, warum? Zur Ecke abgewehrt. Jetzt kommt die Ecke. So, Situation bereinigt. Da kommt die Flanke. Da können sie erstmal klären. Wird's jetzt gefährlich? Er versucht's. Da ist das erste Tor. Und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Den Ball schickt er mit viel Effekt ins Tor. Ein richtig schöner Treffer. Respekt. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da kommt der Schuss. Junge, war das knapp. Na, da können Sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren Sie doch noch zur Stelle. Das war echt schlecht. Wir müssen weiter wieder. Wird das eine Torchance? Er spielt den Pass zurück. Jetzt war ich frei. Er findet den Mitspieler. Und jetzt der Schuss. Gut gemacht. Den Ball hat der Torwart sicher. Das könnte die Chance werden. Jetzt schießt er. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Toller Versuch, leider kein Tor, aber da hat nicht viel gefehlt. Wenn sie so weitermachen, geht noch was. Das war schlimm. Jetzt haben sie den Ball verloren. Nee, der war schlecht. Warum läuft er nicht weiter? Warum passt immer zu mir, wenn dann immer dann mit der Gegner ist? Und da ist der Ball wieder weg. Der Ball geht weit daneben. Also das hätte er sich besser gespart.
Ja, und die Teamkollegen sind auch nicht besonders glücklich damit. Er hätte abspielen müssen. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Und er schießt. Klasse Einsatz. Hätte sonst gefährlich werden können. Jetzt pass. Lauf. Sehr gut. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Den Ball kann er klären. Oh, Schuss. Gute Aktion. Das gibt ihr Abstoß. Eckball. Alter. Wie sieht das Wetter aus, Uschi, heute? Nimmt das Einfluss aufs Spiel? Ist schon möglich. Der Ball wird bei Regen natürlich schnell und da rutscht einem Torhüter auch gern mal einer durch. Also die beiden Keeper müssen höllisch aufpassen. Das macht er gut, den Ball hält er fest. Oh. Scheiße, ich hätte doch mal beide Folgen so. Das war mein erster Schuss, das ist klar. Das könnte gefährlich werden. Schussversuch. Der Ausgleich, jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Das Tor macht der Captain. Gute Aktion von ihm. Da schauen wir doch gerne nochmal drauf. Schön. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Jetzt wird es gefährlich. Bald schon wieder weg, gut gemacht. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Den Ball wirft er gleich zum Gegner. Super dazwischen gegangen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Jetzt gefährlich. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Gute Möglichkeit. Jetzt der Schuss. Oh Gott, der wäre. Und das war hier gewesen. Richtig knapp. Oh, kann man wohl sagen, etwas mehr Glück im Abschluss und das Ding wäre drin gewesen. Klasse, aufgepasst, er hat den Ball. Könnte eine Gelegenheit werden. Defensiv machen sie es gut. Gute Hereingabe, vielleicht die Chance. Mit dem Ball hat er gar keine. Er zieht ab und versucht den Torhüter zu überraschen. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Ballverlust. Wird das eine Torchance? Scheiße, wir haben verdrückt. Beide Teams. Also. Ah, schade, das ist nicht. Wenn den Ausgang wäre, hätten wir jetzt noch ein Tor geschossen. 100 Pro.
Alle sind bereit. Die zweiten 45 Minuten stehen an. Jetzt könnte es gefährlich werden. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Flanke jetzt. Diesen Kopfball hat er ganz ohne Probleme. Ja, der war weder genau noch hart. Das war gar nichts. Da verhindert der Torhüter gekonnt den Gegentreffer und damit auch den Rückstand. Lustig. Auf dem Flügel kommt der Ballbesitz. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Er zieht ab. Warum passt du nicht drüber? Warum passt du nicht so her? Jetzt waren wir so schön in der Mitte gestanden, beide. Hätte locker einen zu uns passen können, werden wir reingeschossen jetzt. Guter Pass, der kommt an. Da gewinnt er den Zweikampf. Fairer Einsatz und er kommt an den Ball. Lustig. Was für ein Tor! Das ein überragender Schuss. Da hat alles gepasst. Was für ein Pech bei diesem Eigentor. Aber das ist das Risiko, wenn du dazwischen gehen willst, dann fälschst du auch mal einen Ball unglücklich ab. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Pass auf die Außenbahn. Lustig. Sehr guter Einsatz. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Das war einfach und er hat den Ball. Sie haben Platz. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Super dazwischen gegangen. Ah, schön. Er schießt. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Und erstmal geklärt. Hereingabe. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Nee, da waren sie einfach zu langsam. War eigentlich eine gute Konterchance, aber jetzt ist die Abwehr wieder zur Stelle. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Schönes Pressing jetzt. Das ist ein Foul. Freistoß. Das könnte gefährlich werden. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Lustig. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Jetzt haben sie den Ball verloren. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Guter Steilpass. Und jetzt die Chance. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Dieses Tor müssen wir uns nochmal anschauen. Von links zirkelt er da den Ball herein. Wunderbar, wie er das macht. Ein glücklicher Abnehmer. Ein klassischer Treffer per Kopf, den wir uns hier nochmal anschauen dürfen. Ja, das fängt schon bei der Vorbereitung an und auch der Abschluss ist natürlich absolut gelungen.
Klar, Freistoß gibt's und vielleicht noch mehr. Guter Ball nach draußen. Da steht die Abwehr sicher. Ballverlust. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Und klasse durchgesetzt. Klasse Aktion, Ball ist weg. Der Angriff könnte was werden. Jetzt der Schuss. Brillant gemacht. Alter, war noch nicht vernichtet da. Das ist nicht normal. Gebrauchter Tag, oder Buschi? Kann man so sagen, er fischt den Ball nicht zum ersten Mal aus dem Netz heute. Das kennen wir besser von ihm. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Fort. Richtig, dass er hier pfeift. Das war ein Foul. Jetzt wird's gefährlich. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Fairer Einsatz hier. Jetzt müssen Sie aufpassen. Fourth official has indicated there will be a minimum. Da verlieren Sie den Ball. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Macht er ihn. Ja. Das Spiel ist aus. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Sie müssen sich geschlagen geben. Das war heute einfach nix. Da muss man dann auch geschlagen einfach gehen. Mal anerkennen. Der Gegner war besser drauf und die eigene Leistung hat nicht gereicht.